Hans-Peter Metzler, Präsident der Bregenzer Festspiele. Welche Highlights sieht das Gesamtprogramm für das Jahr 2012 vor? Was möchten Sie ändern oder was möchten Sie umsetzen? Für das Jahr 2012 haben wir ein zum Glück breites, festivalwürdiges Programm. Natürlich mit der Oper auf dem See, Chenier, die besonders gute Kritiken bekommen hat. Wir werden im Haus das Auftragswerk Solaris von Detlef Glanert haben. Wir werden Schauspiel haben, wir werden Konzerte haben, Kunst aus der Zeit und auch, was uns besonders freut, Musik und Poesie. Wir haben also das volle Programm, wie wir das im Herbst noch nicht uns vorstellen konnten. Gibt es schon konkrete Informationen bezüglich eines neuen Intendanten? Die Informationen, die ich geben kann, ist, dass wir auf gutem Weg sind, dass wir sehr zuversichtlich sind aufgrund des Fortschritts, dass wir, wie angekündigt, eine Lösung präsentieren können vor Abschluss der Saison. Ein Ausblick auf die Festspielsaison 2013-2014. Was wird sich ändern? Was ist neu? Was natürlich neu sein wird, ist, wir werden die Zauberflöte erleben können, die zwei Jahre 13 und 14 hier auf der Seebühne. Also da haben wir natürlich ganz große Erwartungen und freuen uns sehr. Das Bühnenbild hat der Johann wieder gemacht, also großartig, der auch bei der Passagierin schon ein großartiges Bühnenbild gemacht hat. Wir planen auch ein Programm in der vollen Breite, das heißt eben auch mit den Elementen im Haus, mit Konzerten und mit einem ganz spannenden großen Opernwerk im Haus. Können Sie da noch Details dazu nennen? Ja, es wird eine Erstaufführung sein, Welterstaufführung sein von einem polnischen Komponisten und Piano-Virtuosen Tschaikowski. Das ist eine Entdeckung, eine weitere Entdeckung von David Bountney, eines polnischen Komponisten. Dieser Komponist hat sich schwerpunktmäßig mit Shakespeare auseinandergesetzt. Der wird also Kaufmann von Venedig spielen, die Oper und darstellen. Und das wird sehr, sehr spannend sein. Wir werden diese Sehaufführung dann komplettieren, vermutlich mit Shakespeare-Werken im Haus. Und das wird ganz spannend werden. 65 Jahre Festspiele, was bedeutet das für Sie? 65 Jahre Festspiele bedeutet, dass wir eine solide Basis haben. Wir können sehr, sehr viele Erfahrungen auf viele Erfahrungen zurückgreifen, in welcher Form auch immer wir das dann machen wollen. Es hat aber auch ein Element der Verantwortung natürlich. Die Festspiele sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens hier in der Region. Und wie gesagt, es gibt Lust auf weitere 65 Jahre.